Wenn Medikamente nicht mehr helfen, dann gab es für schwer depressive Menschen oft nur noch die Operation. Zwei Nadelelektroden werden tief im Kopf platziert und ein kleines Gerät unter der Haut steuert Mini-Stromstöße, die das betreffende Hirnareal anregen, wie bei einem Herzschrittmacher. In Zukunft könnte ein Stirnband aus Südkorea einfacher helfen. Es schickt Mikroströme von außen ins Gehirn. Nicht so präzise wie die Nadeln, dafür ohne Operation nutzbar und mit deutlich geringeren Kosten. Bei Patienten, die dieses System genutzt haben, hat es die gleiche Wirksamkeit gezeigt wie ein herkömmliches Antidepressivum. Das heißt, Depressionspatienten können das Gerät sicher zu Hause nutzen, ohne Medikament und ohne Nebenwirkung. Auch diese smarten Pflaster sind nur möglich dank kleinerer Sensoren und überhaupt leichterer Elektronik. TrackPatch macht aus jedem Knie ein smartes Knie. Dann wird vor einer Knie-OP die Aktivität des Patienten gemessen und die passende Methode und zum Beispiel die passende Prothese ausgewählt. Danach überwacht TrackPatch die Heilung und die Reha. So kann der Arzt für 90 Tage beobachten, wie gut sich das Knie bewegt, die Hauttemperatur sich entwickelt und ob eine Tendenz zum Fallen besteht. Und natürlich, wie gut der Patient die Reha-Übung ausführt. Wearables, längst nicht mehr nur Spielerei, sondern mit medizinischem Nutzen ausgestattet. Dieser Gürtel etwa erkennt Unregelmäßigkeiten im Gangbild und erlaubt Rückschlüsse auf orthopädische Erkrankungen. Im Gegensatz zu früher ganz ohne Röntgenstrahlen.